Hallo, ich möchte euch meine Sichtschutzwand zeigen, die ich erstellen lassen habe nach meinen Wünschen. Und die ist jetzt schon ein paar Jahre alt, aber ich kann euch ja mal ein bisschen erklären, wie ich das gemacht habe oder machen habe lassen. Und jetzt mache ich sie halt flott für den Sommer oder für den Frühling. Na, Ostern ist ja schon mal eine schöne Zeit, um Blumen anzuschauen und so weiter. Also es ist ähnlich wie ein Hochbeet sozusagen. Ja, schaut einfach mal hin. Also ich habe mir von Nachbarn und sonst woher altes Holz geholt und habe das, wie gesagt, mir so auf den Zettel gemalt, wie ich das ungefähr mir vorgestellt habe, in so Kästen. Und ja, habe ich auch eine Tür, die führt zu meinen Gänsen. Fällt eigentlich gar nicht groß auf, aber ja, die machen jetzt natürlich Alarm. Dann habe ich auch Hängeampeln mir also Haken dafür vorbereitet. Ja, die Blumenkästen, die ich da drauf gestellt habe, ja, Accessoires halt, ne? Sind jetzt vom Winter ein bisschen ruiniert, muss mal wieder neue Sachen hinstellen. Die Blumenkästen, die hier ist zum Beispiel einer ganz rausgefallen, die habe ich mir durchbohren lassen und festschrauben. Da suchen wir jetzt halt einfach eine neue Stelle und dann wird die wieder montiert. So, kann ruhig ein bisschen schräg stehen. Wenn man oben gießt, tropft es herunter und bekommen die anderen gleich was von ab. Und ja, einen Sprenger lege ich immer oben drauf und lasse das nach hinten und nach vorne sprengen, weil meine Gänschen, die freuen sich auch über so eine kleine Brise. Ja, so, das ist meine Wand. Und ich hoffe, sie blüht wieder schön. Ich blende gleich nochmal Fotos ein, wie es so letztes Jahr ausgesehen hat. Und ich hoffe, dass dieses Jahr auch wieder so schön wird.